Was haben wir denn gemacht? Wir müssen jetzt... Ah, wir müssen die Aufgabe abgeben, ne? Die... Das muss lauter sprechen, ich sehe nichts. Er macht leiser, dass es angenehmer ist. Ja, hast du recht. Und Nietzsche hat immer recht. Ja. Oh, ich höre jetzt viel mehr als mit den anderen Kopfhörern. Ohne Scheiß. Ah, du bist ja noch hier. Ich habe alle Dornrücken erledigt. Oh, wirklich? Jetzt, wo du den Schock verdaut hast, ist es Zeit zu pfeifen. Oh, nicht so schnell. Ich muss jemanden schicken, der die Abschüsse bestätigt. Sicherstellen, dass das Tal wieder sicher ist. Sollte nicht länger dauern als ein... 2 Tage. Nein. Du benutzt jetzt die Pfeife. Du Pfeife. Wir reden hier von unschuldigen Osseram-Leben. Die Verzögerung wird... Entweder tust du es jetzt, oder ich mach's. Aloy ist auch so... Ja, ich wusste, dass du es schaffst. Freunde, versammelt euch. Die Retterin von Meridium hat es wieder geschafft. Die Dornrücken sind besiegt. Du! Hä? Die Pfeife soll ertönen. Kettenkratz ist wieder im Geschäft! Yay. Wow, die Freude einfach. Yay. Und Alvin hat zugestimmt, den Arbeitern persönlich den verlorenen Lohn zu zahlen. Yeah. Das ist schon besser. Yeah. Yay, jetzt freuen sie sich mehr. Bist du nicht zu einer Gesandtschaft? Ja, das muss ich wohl. Aloy, Beste. Also, so hat sie echt gut gemacht. Haben sie auch nicht die ganze Zeit. Ja, weil die nicht arbeiten konnten. Händler sind jetzt... Ach, jetzt kann ich die. Okay. Kannst neue Ausrüstung kaufen, deine Rohstoffe aufhellen und an Händlern unbenötigte Objekte verkaufen. Objekte in den zu verkaufenden Wertgegenständen Kategorie kannst du immer gut verkaufen. Boah, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich muss gleich richtig rülpsen. Es gibt viele verschiedene Arten von Händlern. Näher verkaufen schützende neue Outfits, Jäger verkaufen starke neue Waffen, Kräuterkenner verkaufen wertvolle Tränke, Köche verkaufen Nahrung, die Fertigkeiten stärkt. Andere Händler haben ihre eigenen einmaligen Vorrat. Geh zu einem Händler, wenn du ihnen begegnest. Mal wieder am Lock. Okay. Rufst du uns an? Sollten die Händler wieder offen sein. Ich sollte schauen, ob sie was Nützliches haben, bevor ich Wadis nach Fahrlicht schicke. Ghost soll jemand spendieren. Was? Übertreib jetzt nicht, Pia. Wirklich nicht. Das wäre für die Person, die du jetzt meinst, sehr unangenehm. Ich weiß, wovon ich spreche. Nicht, nee. Das wäre sehr unangenehm. Gefühl ist scheiße. Es ist so die Kacke. Du wirkst, als könntest du eine neue Rüstung brauchen. Ja. Hallo, Wirsch. Osseram-Entdeckerin. Was denn? In Bandagen gewickelt? Okay, ihr seht... Ich bin Aloy, warte. Das ist mein Körper. Das Training hat sich ausgezahlt. Ne? Entschuldigung. Kostet denn das alles? Wo steht denn das, was das kostet? Da... Aber mal kaufen, ne? Netter Unterboden hast du da, Frau Aloy. Ich trage momentan das Nora-Outfit. Ja, mit Cappy und sowieso nicht? Ja. So mit der Mode gehen, das ist von der alten Zeit. Eine praktische Wahl. Vielleicht endlich... Okay, schauen wir mal kurz. Inventar, Outfits. Stiller Schlag. Unauffällig.
Ah, das sehe ich mich jetzt auch. Hey, warte mal. Konzentrationsregeneration, wirksame Medizin. Aber hier ist unauffälliger. Wir werden ziemlich schnell entdeckt, Tatsache. Ich lasse das erstmal. Weil diese Gewebesachen da unten sind ja noch, noch gesperrt. Okay, okay, ich schließe beide so eine Seiten zufrieden. Ja. Ja, ich bin zufrieden. Einen bösen Fehler gemacht? Wieso, Klaus? Ich habe hier nur das Beste für dich, Rotschopf. Schließlich haben wir dir den Pfiff zu verdanken. Hey, ich warte hier schon seit Tagen auf meinen Glückshammer. Aber du hast nicht so was Nützliches gemacht, wie Dornrücken zu erledigen, oder? Lass dir Zeit. Du wirst nicht enttäuscht sein, versprochen. Oh, ein Feuerbogen, den kaufe ich sofort. Ja. Kriegerbogen. Oh, den kaufe ich sofort. Das hier. Feuerbogen am besten für Angriff auf kurze Distanz. Ja, das kaufe ich auch mal natürlich, ne? Feuerbogen. Aus Versehen in einem Monster Hunter Rise Stream gerutscht, jetzt juckt meine Finger. Ah! Oh, wow. Komm gerne wieder. Und bin ich endlich dran? Dein Hammer. Nur die zwei Weilen. Kann ich leider nichts machen. Ja. Eine Munition, die Feuerschaden verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Scanne Gegner mit deinem Fokus, um herauszufinden, ob sie feueranfällig sind. Sie mit Feuer zu treffen, baut ihren Brandzustand auf. Sobald dieser Zustand aktiv ist, werden sie in Brand gesetzt und erleiden Schaden über Zeit. Triff Lohebehälter mit Feuerpfeilen, um sie zu sprengen und eine große Elementarexplosion auszulösen. Oh yeah, yeah, Scharfschussbogen. Es waren schon immer meine Liebsten, Sven. Scharfschuss und Feuer. Du könntest dir auch einen neuen kaufen. Ich bin sehr feueranfällig, deswegen bin ich so heiß. Oh Gott, das ist so... Was willst du haben? Habe ich den Kriegerbogen jetzt gar nicht gekauft? Hätte ich doch haben. Okay, okay. Was denn, Lisa? Nix. Kriegerbögen und schnell feuernde Bögen für kurze Entfernung. Okay, dann muss ich das auch noch ausrüsten, Leute. Ausrüsten, packen wir es mal hier unten hin. Okay, dann haben wir noch einen Scharfschützenbogen. Boah, geil. Scharfschuss, Feuerjägerbogen. Jägerbogen, das ist halt für... Ja. Ich brauche dann halt noch einen anderen Jägerbogen. Aber ich pack den mal hier hin. Weil da habe ich dann beides hier.
Normalschussbau, oder? Ah, Koti. Ich muss Koti noch bearbeiten, dass ich den vielleicht noch reinpacken kann. Rüstungen sind mein. So, wir haben jetzt hier aber alles fertig soweit, ne? Sprich mit Suvoades. Mir hat wer gesagt, ich hätte die besten Singspiele in all dir. Der Weg nach Fahrlicht ist frei. Bewegung. Du bist nicht Gardist, Ehrend. Ich gehe erst weiter, wenn der Hauptmann... Wenn ich alle Dornrücken beseitigt habe. Und das habe ich. Befehl des Hauptmanns. Ihnen geht es also gut? Angeschlagen, aber sie leben. Und sie warten voraus auf dich. Aber ich sollte doch drei Eskorten. Oh, jetzt komm, du Affe. Ich gehe nach Fahrlicht, Wadis. Wie Aloy gesagt hat, Befehl des Hauptmanns. Du kannst hierbleiben. Ich? Dem Gesindel überlassen? Sicher nicht. Ich schätze, dann kommst du wohl mit mir. Wir sehen uns dort, Aloy. Der gefällt mir. Ja, bearbeite mal Koti mal. Mach ihn schöner. Ich werde gemobbt hier. Mach doch Koti in Tier 3 rein. Ja, ich müsste ihn komplett anders machen. Seine Augenchen groß sind. Tja, nachdem das erledigt ist, kann die Gesandtschaft endlich stattfinden. Ah, endlich. Hat ja auch lang genug gedauert. So, wir haben ja 2 Punkte. Wenn ich durchkomme, kann ich Silence aufspüren. Hades. Vielleicht sogar ein Gaia-Backup. Mal sehen. Dann kann ich direkt nach Fahrlicht gehen. Oder mich erst noch im Schrecken umsehen. Oder zwei neue Quests annehmen. Drink annehmen. Hallo, Ossi. So, neue Nebenaufgaben, natürlich. Nehme ich alle gerne mit. Wenn ich sie finde. Aloy. Hey, Rotschopf. Hast du noch Lust auf ein Getränk? Lust auf eine Partie Streit? Endlich trinken wir mal ein Bier, hm? Ja. Hier, setz dich. Eine Quest Los, fertig, zwei neue, kennt man. Ich habe nicht erwartet, dass du kommst. Seit wann tue ich, was erwartet wird? Ha, das ist der Funke. Feuer und Spucke. Feuer und Spucke. Alles klar, Tom. Durch wie ein Blasebalg. Repariert die Schmiede nicht, aber verdrängt eine Weile meine Probleme. Welche denn? Na, es ist besser geworden, seit du hier aufgeräumt hast. Aber Alwund tönt immer noch wegen seinem Konzessionsdekret herum. Dann, wenn du ja das nicht weglegst, komm ich rüber und zeig dir, wo der Hammer hängt. Wie auch immer. Im Moment machen mir die Flüchtlinge aus Sonnenfall Sorgen. Dieser weite Weg. Wer weiß, was sie durchgemacht haben. Ich weiß. Sie lassen niemanden auf den alten Bergpfad südwestlich von hier. Und genau das ist das Problem. Lecker, May. Letzte Woche stürzte ein Sturmvogel auf die Klippen. Und Tolland Rheinleier ist seitdem auf die Bauteile scharf. Aber die Flüchtlinge versperren den Weg. Ihr Sonnenritual darf nicht gestört werden. Oh, da waren wir gestern. Etwas mit einem Düsterpfad. Davon habe ich sie noch nie reden hören. Ja, tja, diese speziellen Schattenkaja sind recht seltsam. Aber insgesamt friedliche Leute. Nicht, dass Tolland das schert. Der holt sich die Beute auch mit Gewalt. Vielleicht könntest du sie überreden, ihr Lager anderswo aufzuschlagen. Keep hier. So, machen wir erstmal das. Was Alwand angeht. In dieser Gegend geht alles um Alwand. Wieso hat er hier das Sagen? Er war früh hier, wie ein Eichhörnchen, das Nüsse wittert. Ben? Er wusste, der Wiederaufbau Fahrlichts erfordert Steine und Holz.
Also verschaffte er sich in Hauptquell Geld von Investoren, die Rechte auf alles im Schrecken anmeldeten, das etwas wert sein könnte. Leider wissen alle, dass das hier Kaja-Land ist und der Sonnenkönig diese Rechte wirklich jederzeit zurückfordern kann. Deshalb will er unbedingt, dass der Magistrat ein Konzessionsdekret unterschreibt. Ich habe gestern Ben getötet. Kurz vor er ins Bett gehen wollte, habe ich ein Eichhörnchen gefunden. Dieses Konzessionsdekret, was ist das genau? Und was hätte Irwin davon? Eine Mauschelei, das ist es! Ein Erlass, der alle Osseram-Rechte im Schrecken unter Osseram-Gesetz gestellt hätte, obwohl hier Kaja-Land ist. Das würde bedeuten, dass die Kaja keinerlei Anspruch auf Erz, Stein und Holz mehr hätten. Keinerlei Risiko mehr für Investoren im Anrecht mit ihren Scherben, ihre Geschäfte hier auszuweiten. Und da Alvind Anteile an allen Rechten hat, wäre er dann reicher als ein Plünderer im Schrotthaufen. Außerdem wäre Kettenkratz dann eine Osseram-Gemeinde. Und Alvind könnte sich genug Stimmen kaufen, um Präfekt zu werden. Er ist gerissen, das muss man ihm lassen. Wenn er weiter Druck macht, wird der Magistrat wohl unterschreiben. Was weißt du noch über diese Schatten-Kaja-Flüchtlinge? Na, zunächst mal nennen sie sich nicht Schatten-Kaja. Zumindest nicht mehr. Sie sind andere Sonnenverrückte. Aber ob Sonne oder Schatten, sie sind friedlich durch und durch. Sie wollen wohl nur einen Ort zum Leben und beten und genug zu essen, um nicht zu verhungern. Also lagern sie bei einem Pfad, blockieren den Weg zu einem Sturmvogel und warten auf was genau? Ich weiß es nicht, aber ich sag dir eins. Wenn sie klug sind, bergen sie ihn. Sturmvogelherzen sind wertvoll. Das ist und wer es zuerst hat, ist nach Osseram-Gesetz der Besitzer. Nicht, dass Tolland Rheinleier sich je um Recht und Mach Gesetz scheren würde. Wenn du die Chance hast zum Schauen, dann mach das. Wer ist dieser Tolland Rheinleier? Einfach ein Pfandleier. Er hat einen Laden hier. Lebt in Kettenkratz, seit es Kettenkratz gibt. Er ist ganz dicke mit Alvind. Die beiden sind eng wie zwei Briketts im Feuer. Tolland arbeitet für Alvind? Ha, Alvind denkt das vielleicht. Aber Tolland macht sein eigenes Ding. Und er ist kein Typ, der sich von ein paar Flüchtlingen um ein Sturmvogelbauteil bringen lässt. Ich dachte, du wärst wieder in Freihalde. Tja, nach dem großen Kampf in Meridian ging ich zurück. Aber dort lief alles glatt, wurde nicht gebraucht. Dann hörte ich vom Wiederaufbau Fahrlichts und dachte, hier wird ein Hammer gebraucht. Seitdem schlage ich mich so durch. Du kannst doch wegziehen. Zurück in den Osten? Nee, glühende Schmieden verlässt man nicht. Außerdem muss sich ja jemand für die Belange der Arbeiter hier einsetzen. Ja, ich habe gestern schon 9 Stunden gespielt, Ossi. Wenn es sich ergibt, rede ich mit den Flüchtlingen. Vielleicht machen sie den Weg frei. Ich danke dir. Sie haben es schwer. Da brauchen sie nicht auch noch Tolland. Petra sagte, Tolland hat einen Laden hier in Kettenkratz. Ich könnte zuerst mit ihm reden. Du! Oh, ich weiß, dass du mich siehst. Abenteuer geblieben. So, wo ist der andere? Warum soll ich Ihnen das verkaufen? Draußen irgendwo wahrscheinlich. Ja? Hier? Hey, dich kenne ich doch. Ja? Oh, doch, Ossi. Machen das schon echt gut. Bin sehr, bis jetzt sehr positiv. Steckt so viel Liebe drin einfach. Tut mir leid, ich bin sofort bei dir. Das ist nicht nur eine schlechte Idee, das ist gemeingefährlich. Das ist eine Waffe! Darum geht's doch! Aber doch nicht für den Benutzer! Jetzt sei einfach still! Wo waren wir? Na! Gut, du wirkst auf mich wie eine Frau, die immer nach neuen Waffen sucht. Habe ich recht? Ja. Eigentlich will ich... Ja. Kannst du das lassen? Ich hab hier eine Kundin. Ich bin keine Kundin. Ich hab's. Dreifaches Pulver und der Läufer lernt fliegen. Baboom. Ein Schuss reicht. Garantiert. Vielleicht doch.
Dann bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Rotschopf. Ich fühle mich so angesprochen. Wenn du stolze Besitzerin des ersten maschinenverbesserten, explosiven, wirksam maschinenvernichtenden und doch absolut sicheren Speerwerfers wärst. Okay, und wer seid ihr beide eigentlich? Seid ihr beide aus der Gegend? Nee, aus dem Anrecht. Das stimmt auch. Er schickte uns her, um neue Chancen zu entdecken. Er sagte, wir würden sie schon finden. Klingt nicht gerade begeistert. Naja, noch einen Handelsposten für meine Eltern zu eröffnen, ist nicht gerade mein Lebensziel gewesen. Die ist gerade getrunken. Allein unterwegs zu sein, ist bestimmt schön. Also ist sie deine Partnerin? Mein Lehrling. Und meine Schwester. Ihretwegen sind wir hier. Es gab einen Vorfall. Noch einen Vorfall. Etwas mit Sprengstoff? Ba-boom! Und mit Dad selbst gebrauchtem. Am Tag drauf sollten wir gehen. Huh. Die beiden sind ja lustig. Erzähl mir doch mehr über eure Waffe. Als Kind sah ich eine Schriftrolle von einem Kaja-Gelehrten, der nach Westen zog. Darin war ein Bild eines Kriegers, der mit einer Art Speerwerfer jagte. Effektiv? Ja. Einfach? Zweifellos. Als wir herkamen, fiel es mir wieder ein. Und ich bin kurz davor, dieses altmodische Werkzeug enorm zu verbessern. Ich will es perfektionieren. Mit Maschinenteilen kann ich die Wurfbahn verbessern und so das Geschoss schneller machen. Boomer meint dagegen, dass man das Geschoss selbst verbessern sollte. Mit explosiven Spitzen. Sprengstock. Warum nicht beides? Das könnte gehen. Nur ein Haken. Ich brauche Teile, um mein erstes Modell zu bauen. Zunächst mal brauche ich... Stürmerhörner. Intakte. Ja, genau. Du musst sie abschießen, bevor die Maschine zu Boden geht. Sonst zerbrechen sie. Aber die echte Neuheit, sag's nicht weiter, ist eine Reishornrippe. Östlich von hier gibt es eins. Jag es in die Luft. Boomer! Ba-boom! Und die Waffe gehört dir. Geil, ey. Gut, abgemacht. Oh Gott, die Beine, ey. Nice. Die ist an der Boomer, ja. Ach, schön. Machen wir zuerst das hier, oder? Ich wäre schneller, wenn ich einen Stürmer überbrücke. Vielleicht sollte ich die Aufgabe besser markieren. Versuch. Also ist ja meiner, Entschuldigung. Treffer. Ha.
genau, was ich brauche. So, Stürmerhörner sammeln. 1 von 3. Ach ja, Lisa und Feuer noch verbünden. Ach, sehr ruhig. Hallo, Driver. Nun kommst du, wenn ich bin. Mama bin. Ja, ich muss ihm leider. Der ist doch eh immer gerne nackig. Da muss ich ihn. Ich habe ihn einfach das Fell abgezogen. Schon okay. Weil ich Ben brauche für meine Beutel und so. Trage den Ben immer bei mir rum. Das sollten genug Stürmerhörner für Della und Boomer sein. Jetzt brauche ich noch einen. Jetzt brauche ich nur noch die Rippe von diesem Reishorn. Perfekt. Ben kann sich geehrt fühlen. Er wird ein Teil von Liz Kleiderschrank. Ja. Oh, nichts wie weg. Um die Rippe zu holen, muss ich es erledigen. Wow, was war das denn? Mein erster Tod. Alter. Egal, auseinandergenommen. Jetzt brauche ich nur noch die Rippe von diesem Reishorn. Oh ne, bei dem war, glaube ich, Eis, ne? Scotchy, danke für den Follow.
Sind die Effekte eigentlich zu laut oder ist es okay so? Die Effekte sind okay so. Kleine Nervensäge, du. Erledigt. Jetzt kann ich mir seine Rippe. Tu mir jetzt deine Rippe, Rippchen. Ich habe alles, was Della und Boomer wollen. Mal sehen, was mit ihrer Waffe ist. Das war ja jetzt hier ein Akt. Alles bestens. Freut mich. Dann kurz AFK, muss Kartons aus dem Keller holen. Alles klar, Chloe. Rippchen. Genau. Ah, das Spiel macht schon so viel Spaß. So, habe ich alles? Nee, warte mal. Hier liegt noch was. Lohe. So eine Kiste. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Rucksack ist voll? Das finde ich ja gar nicht gut. Da gerade was geleuchtet oder? Ja, doch, Tatsache. Ja, den ersten Teil habe ich auch gespielt. Das wäre ziemlich doof, wenn man das nicht gespielt hätte, weil das geht ja halt hier weiter in Teil 2 mit der Geschichte. Das sollte man auf jeden Fall tun. Weil sonst versteht man ja überhaupt nicht, was hier abgeht. Und ich empfehle es auch sehr, die Reihe dann zu spielen, weil es ist unfassbar gut. Teil 1 war schon richtig geil. Mit Teil 2 haben sie bis jetzt schon wieder was auf die Schippe gehauen. Gefällt mir. Den ganzen Lichteffekten und alles, boah. Stimmt, die Story ist schon richtig genial. Die ist mega gut, ja. Echt gut. I'm sorry. Die Musik. Boah, die Musik ist so gut. Also ich war gerade vom Licht leicht dezent geblendet. Ja, ein bisschen. Ja, die Lichteffekte sind auf jeden Fall noch richtig krass hier. Schatten, Licht. Alles wunderschön. Mein drittes Eichhörnchen. Muss leider wieder Taschen upgraden, ne? Wie im ersten Teil muss man auch Tiere jagen und sowas. Das nehme ich gern mit.